Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute haben wir eine neue Player Moments Karte mit Hakim Ziyech oder beziehungsweise Ziyech. Könnt mich da gerne korrigieren, wie es ausgesprochen wird. Ansonsten, wir schauen uns die Karte an und gehen gemeinsam in die SBC-Lösung. Aktuell kostet euch der Spieler von Chelsea ca. 150 bis 155.000 Coins. Das ist natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt. Und nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. 89 ist er bewertet, hat demnach ein ordentliches Upgrade bekommen von plus 5. War, wo er leider kein Upgrade bekommen hat, ist bei seinem schwachen Fuß und das ist tatsächlich ein kleines Handicap, das müsst ihr bedenken. Also seid ihr vielleicht Fan der Premier League bzw. Chelsea, ja, dann ist es vielleicht eine Karte für euch. Ansonsten, ja, kann man ihn auch gerne und gut skippen. Ich denke, auf der Position gibt es sicherlich die ein oder andere Alternative. Ansonsten, die Stats sehen overall richtig gut aus. Tatsächlich, der schwache Fuß, der macht es ein bisschen kaputt. Ja, aber sonst finde ich ihn absolut fein. Vielleicht könnte man noch mit dem Hunter ein bisschen nachhelfen. Dribblingwerte sehen gut aus, von daher Schusswerte und Tempo ein bisschen pushen. Vielleicht ist er interessant auf der 10er-Position oder tatsächlich wirklich als Flügelspieler. Die Ausdauer mit 86 ist absolut fein. Und ein paar gute Trades bringt er auch noch mit. Flair und Außenrissschuss hat man gerne als offensiver Spieler. Arbeitsraten hoch. Okay, auf dem Flügel ist es okay, glaube ich. Müsste man schauen tatsächlich. Man kann ihn auch gerne mal auf dem linken Flügel probieren, da er Linksfuß, da er dort seinen starken Fuß hat. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt die SBCs an. Nein, wir gehen nicht raus und gucken uns irgendwas anderes an, sondern jetzt die SBCs. Zwei haben wir an der Zahl. Wir haben hier noch ein seltenes Elektrum-Spieler-Pack, im Wert von circa 30 oder genau 30.000 Coins, ein seltenes Gemischspielerpack. Ja, hat auch nochmal einen Wert, aber nicht der Rede wert. Und das ist die erste SBC mit folgenden Bedingungen. Chelsea braucht man mindestens einen Spieler, Team of the Week mindestens einen Spieler, Teamgesamtbewertung 85, Teamchemie 75 und natürlich 11 Spieler. Und wie es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Beide Teams könnt ihr 1:1 nachkaufen. Ihr benötigt dafür keine extra Loyalität und auch keinen Positionswechsel. Ich würde sagen, wir legen los. Let's go. Und damit haben wir die erste SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür ca. 68.000 Coins. Das war der erste Streich. Der zweite folgt zugleich mit der Premier League SBC. Und natürlich brauchen wir hier einen Premier League Spieler. Eine Teamgesamtbewertung von mindestens 86. Teamchemie 65 und auch hier natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir ein letztes Mal gemeinsam durch. Und dann haben wir es geschafft. Und dann gehört euch Hakim Ziyech oder Ziyech. Okay, let's go. Und damit haben wir auch die letzte SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür ca. 89.000 Coins oder eher 85.000 Coins. Okay, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, dass ich euch mit dieser Lösung bzw. hier vielleicht einen kleinen Ersteindruck weiterhelfen konnte. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könnt mit einem Like oder einem netten Kommentar. Und falls ihr zukünftige Videos von mir nicht verpassen möchtet, abonniert auch gerne komplett kostenfrei meinen Kanal. In diesem Sinne, reingehauen, wiederschauen, peace.